Hallo liebe Freunde der Nacht und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Hotelzimmertipps. Diesmal aus NRW, aus der Domstadt, und zwar befinde ich mich hier in Köln, in Kölle, im Marriott Hotel. So, und dieses Marriott Hotel, das liegt wirklich sehr zentral, also ideal auch für Städtereisende. Zum Hauptbahnhof ist es circa 5 Minuten zu Fuß, dahinter fängt dann sofort die Einkaufsstraße, die Hohe Straße an, der Dom natürlich direkt neben dem Hauptbahnhof, kennt man ja. Und zum Rhein auf der anderen Seite sind es so circa auch 3 bis 5 Minuten zu Fuß. Insofern sehr ideal gelegen. Und dieses Zimmer, das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Viel Spaß! So, liebe Freunde, was erwartet uns hier? Wir haben hier diese Hufeisenform, diese U-Form, zumindest nach innen. Außen ist dieses Hotel hier sehr eckig, so habe ich es auch in Erinnerung beim Einchecken. Hier ist der Eingang und ich befinde mich hier in einem recht großen Zimmer auf der obersten Etage in einem Executive-Zimmer. Das heißt, ich habe also Zugang hier zur Executive Lounge. Dort gibt es kostenfreie Getränke, Essen. Natürlich ist dieses Zimmer auch ein bisschen teurer als die Standardzimmer, das ist auch ganz klar. Was erwartet uns hier in diesem Zimmer? Naja, ich würde mal sagen, also so typisch Marriott, eigentlich das, was man erwartet, das wird auch erfüllt, aber auch nicht mehr, auch nicht weniger. Hier direkt am Eingang dann der Kleiderschrank mit dem Bügelbrett und Bügeleisen. Darunter die Kofferablage, die mobile, genügend Kleiderbügel sind vorhanden. Achso, da oben noch wichtig, dann Morgenmantel und Badeschlappen für den Spa-Bereich, der hier vorhanden ist. So, dann haben wir hier in dieser Nische da oben das kostenfreie Wasser und hier dann den Behälter für die Eiswürfel. Draußen ist nochmal ein Eiscrasher im Flur, da kann man sich die dann dementsprechend hier einfüllen. Und hier der Wasserkocher, das ist auch so typisch Ami, ne? Dass alles hier runtergekühlt werden muss. Dann die Kaffeebecher to go. So, und hier drunter ist dann nochmal eine Schublade mit dem löslichen Kaffee. Also, ich muss ja sagen, normalerweise beim Marriott, da würde ich dann doch schon erwarten, dass man hier eine Kapselmaschine in den Zimmern hat. Zumindest auch im Executive-Zimmer, wo man ja ein bisschen mehr für bezahlt. Das fehlt mir eigentlich hier. Hier wäre sogar noch Platz, der Platz vorhanden für die Kapseln. Aber hier fehlt leider die Kapselmaschine. So viel teurer ist das dann nun auch nicht. Also insofern, man kann das ja mit 2 Kapseln hier ausstatten. Das kostet dann auch nicht die Welt. Hier ist dann der Safe und darunter die Minibar, die keine ist, sondern ein Kühlschrank für mitgebrachte Speisen, Getränke. Ansonsten ist unten auch nochmal der Marcus & Dace an der Rezeption. So, es geht weiter hier mit, da dürfte nichts hinter sein. Genau, das ist eine ganz normale Kommode. Aber ihr seht es schon, dass das Zimmer hier auch so ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Nicht nur, weil hier so ein bisschen auch so ein paar Stellen ausgewässert werden müssten. Nein, weil diese Kommode eine gewisse Tiefe hier aufweist. Und das hatte natürlich in den 80er und 90er Jahren dann den Vorteil, dass man da den Röhrenfernseher draufstellen konnte. Jetzt ist hier der Flachbildschirm an der Wand, der mittlerweile auch schon ein bisschen zu klein eigentlich ist für diese Zimmergröße. Aber das geht noch. Ein guter Philips. So, und dann daneben der Schreibtisch. Sachlich sehr klar gegliedert, wie so üblich bei Marriott. Dann hier nochmal den Dom hier auf den Bildern abgebildet. Die Gardine. Also es ist schon sehr, sehr gemütlich, muss ich wirklich sagen. Zwar sehr sachlich, aber auch sehr gemütlich. Hier der schöne Cocktailsessel. Da kann man sich dann wunderbar abends reinsetzen und ein wenig lesen neben dieser Lampe. Ja, und dann das Ganze auch wieder hier in dem dunklen Holz vertäfelt. Dann im Bettenbereich mit 5 Kissen an der Anzahl, auch ein sehr großes Bett. Ich habe jetzt bei dem einen oder anderen Hotel auch schon gemerkt, dass dort Überlänge angeboten wird. Das sieht mir hier auch nach einer Überlänge aus. Also ich gehe mal davon aus, dass das so 2,10 sind. Meistens hat man ja 2 Meter mal oder 1,80 in der Breite, 2 Meter Länge. Das ist so das Standardmaß, aber das sieht mir hier schon ein bisschen größer aus. Ja, hier haben wir auch nochmal eine Nachtkonsole mit 2 Schubladen. Dann hier eine Wandlampe. Und dementsprechend die Leselampe hier als Flex-Ausführung. So, mal kurz einen Blick aus dem Fenster. Aber liebe Freunde, lasst euch sagen, das ist nichts Besonderes. Wie mache ich jetzt hier die Gardine beiseite? So geht das. Da haben wir nämlich den Kölner Hinterhof. Also ich muss ehrlich sagen, da möchte ich eigentlich nicht wohnen. Das wäre mir viel zu beengt. Aber gut, da gibt es sicherlich Leute, die da Spaß dran haben. Dahinter dann der Rhein hier auf dieser Seite. Und gegenüberliegend, wie gesagt, dann ist der Hauptbahnhof. So,
Ich schließe wieder die Gardine, ab zurück ins Zimmer. Das Badezimmer haben wir noch nicht dran genommen. Hier ist die Klimaanlage, die kühlt gut runter, das ist immer wichtig. Und dann haben wir hier das Badezimmer. Es ist ein bisschen dunkel hier. Haben wir nicht noch eine andere Beleuchtung? Mal schauen, da ist noch ein Schalter. Aha, es wäre Licht. So, ja, auch hier wieder sehr nobel gemacht. Mit diesem schwarzen Marmor eingelassen, das Waschbecken hier. Jede Menge Badutensilien sind da. Das erwarte ich auch vom Marriott Hotel und da werden meine Erwartungen auch erfüllt. Da ist die Handseife, hier nochmal die Gesichtstücher, zwei Gläser und da oben die Wattebäuschen. Also, hier geht es dann weiter mit der Dusche, auch sehr schön groß gehalten. Da würde mir fehlen so eine Regendusche, aber das kann man ja im Nachhinein nochmal irgendwann anbringen. Auch hier sehr, sehr gemütlich mit diesem beigefarbenen Fliesen. Das wirkt sehr warm, passt auch zum Badezimmer. Hier dann das Hängeklo mit den zwei Klorollen und darüber nochmal so ein Bild. Also sehr klassisch alles hier, dieses Zimmer ausgestattet. Meine lieben Freunde, ich würde mich freuen, wenn ihr mir oder dieses Video hier positiv bewertet, also mir einen Daumen nach oben gibt und mir ein Abo dalässt. Dann verpasst ihr nie eine neue Folge von den Hotelzimmertipps. Ich verabschiede mich jetzt hier aus dem verregneten Köln, wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag und sage bis in Kürze. Ciao, ciao, euer Guido. Macht's gut.